So, jetzt kommen wir hier zu dem Bereich. Die kleinen Bäume bleiben natürlich stehen, die sind ja wunderschön. Wo hier jetzt in dem Bereich die Treppe angesetzt wird, die dann hier entlang führen wird. Ich gehe mal hier entlang. Ihr seht also nochmal den kompletten Bereich durch den Zaun zunächst mal. Und nun gehen wir hier entlang. Ihr seht also, was hier weggemacht worden ist. Der Zaun ist ersetzt worden, der untere durch ein Sperrgitter. Gehen wir jetzt hier durch. Und dann haben wir das Ganze mal hier wunderschön in einer größeren Aufnahme. Gegen die Sonne vielleicht, ja gut. Ich schwenke. Und hier entlang erfolgt die Treppe, die dann in Stufen runterläuft, sodass hier jeder sitzen kann. In die Richtung Lührenstraße wird sie spitz zulaufen, also immer enger werden von den Stufen. In die Richtung hier oben, wo noch einige zwei Gabionenwände hinkommen, mit vielleicht einer Fahrradstation von Metrorad. Wer weiß, hier ist auch der direkte Anschluss an den Fahrradweg in Richtung Erzwandtrasse, in Richtung Zollvereinweg, in Richtung Halde Rhein-Elbe, in Richtung Gelsenkirchen. So, gehen wir mal hier weiter bis zur Ecke, damit ich euch das ganze Gelände noch von der anderen Seite zeigen kann. Hier vielleicht noch mal durch. Ist ja schon cool, was da bewegt wird. Ich kann auch nicht so schnell laufen, vielleicht ist das auch ganz gut. Ich sag mal, jetzt kommen hier eh die Birken, aber hier haben wir nochmals die Möglichkeit, den Bereich der Bühne euch anzugucken, der schräg hinter den Stützen, Diagonalstützen, erfolgen wird. Dann das Ganze dort hoch. Die beiden Bagger in voller Aktion hier um den Bereich des Schachtes 4. Hier wird zunächst einmal die ganze Fläche geebnet. So. Jetzt gehe ich bis ganz hinten zur Ecke. Zunächst mal zur ersten. Ich hatte ja unten bereits gesagt, einmal geradeaus vielleicht, ist schöner ohne Zaun mit dem alten Rohr. Ich hatte ja vorhin bereits gesagt, dass hier unten ein Grenzpfahl eingepflockt ist, ist auf der anderen Seite nicht. Von der Gemarkungsgrenze her, die im Plan und auch in unseren Plänen am Anfang eingezeichnet wurde, geht das Ganze bis über die Bäume, die hinter dem Zaun links noch wachsen, eigentlich bis zur Grenze des Parkplatzes, wo ich vorhin stand. Interessante Aufnahmen, denke ich mal, kann ich auch noch mal nach oben verlängern in den Himmel und den rauschenden Wirbel. Jede Menge, das heißt also, astrein, ich habe hier wirklich Späßchen, könnt ihr mir glauben. Ich kann das eben nur empfehlen, bei so einem Wetter, bei so einem Herbstwetter, auch bei dem Wind. Die Sonne kommt durch, herrlich, vorhin hat es noch geregnet. Geht einfach mal hier hin, geht über das Gelände, schaut euch das Ganze hier an. Super interessant, nicht nur für Wattenscheider, sondern für alle Leute, die ein Interesse daran haben, wie das Ganze hier saniert wird, das Gelände. Herrlich. Einmal nochmal von der Ecke die Längsachse für die Treppe. Also faktisch von hier rüber bis oben zum Weg zur Straße. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und Glück auf vom Hans Köster Schacht 4, der ehemaligen Großzeche Holland in Wattenscheid.
Ja, jetzt ist der LKW weg. Ihr seht also hier vorne, das sind noch richtige Fundstücke, die da rausgehoben worden sind. Schrotteisen, anscheinend wohl auch noch Restelemente der anderen Fördergerüste, die hier abgekrackt sind. Da liegt auch noch eine Kette zwischen, wie ihr seht. Und für den einen oder anderen Enthusiasten vielleicht für seine Wohnzimmerdeko, wer weiß. Ich gehe mal hier durch, da gehe ich gleich noch mal hoch zur Böschung. Natürlich einmal wieder hoch, obligatorischerweise. Und einmal wieder runter. Hier können wir noch mal jetzt einmal komplett zoomen. Die Firma Knappmann, die macht hier wirklich eine sehr gute Arbeit. Speziell der nette Baggerführer. Schon klasse. Ihr seht also, wie tief das Ganze liegt. Ich zoome da mal ran. Hier, wo ich ungefähr stehe aus der Richtung, kommt die eine Achse hin, die in der Weg mündet in einer Treppe. Rechts und links stehen dann halt die kleinen kurzen Laternen. Hier vorne, wo der Bagger jetzt steht, läuft die zweite Achse raus auf den Einstieg unten am Fördergerüst auf die untere Treppe. Die geht dann längs bis hinten, rechts und links von hier aus gesehen, also ungefähr dort, wo der Zaun jetzt anfängt und das weiße Knappmannschild hängt. Da kommen zwei kleine Halbenbereiche hin, dahinter die Buhlbahn. Das ist ein Riesengelände hier. Mit den Bäumen kam es gar nicht so groß vor und den Büschen, aber hier wird einiges noch zu tun sein. Und die Arbeiten gehen ja schnell, wenn ihr das am letzten Montag gesehen haben solltet. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Da ist doch wirklich innerhalb von zwei Tagen oder anderthalb Tagen ist hier richtig was losgegangen. Da vorne scheint jemand mit seinem Bagger auf Beton gestoßen zu sein. Da vorne ist der, wo der Bagger jetzt steht, und rechts davon ist der Bereich, der wohl irgendwie Probleme bereitet, weil dort Dinge rausgeholt werden, wie zum Beispiel das hier. Nochmal hier ansehen. Ja Leute, hier stehe ich jetzt am Eingang und wie ihr seht, findet hier einiges statt und ich versuche mal hier ein bisschen reinzugehen, obwohl ich habe ja hier angeblich Lokalverbot. Ihr seht, das ist alles so gut wie weg, bis auf die Erdausschüttungsarbeiten. Da kommt auch noch was rein, da wird ausgekoffert. Gehen wir mal wieder hoch. So, hervorragend, was hier alles auch wieder mal rausgeholt worden ist. Schauen.